Das habe ich halt dann danach verkauft, das ist. Das ist, Warum ist es jetzt kaputt? Wieso kann ich es nicht reparieren? Ja, das hat vielleicht mit deinem Dinges zu tun, gerade eben mit deinem Ausflug. Warum ja, das kaputt ist. Aber... Brumm. Brumm. Naja, immerhin verbrauche ich keinen Sprit. Das ist richtig, aber was brauchst du denn zum Reparieren? Wahrscheinlich so ein Reparaturkit, oder? Wahrscheinlich. Naja. Ich hab keins bei mir an der Hand. Naja, dann, fahre ich mal in Höchstgeschwindigkeit nach Hause. Ich finde es interessant, dass du dann immer noch fahren kannst. Ja, aber man kann es ja anschieben. Wahrscheinlich kann man auch ohne Sprit fahren. In derselben Geschwindigkeit. Also vermute ich mal. Also wenn ich es kaputt fahren kann, dann kann ich es bestimmt auch ohne Sprit fahren. Und jetzt regnet es noch. Natürlich. Du bist nass. Ist dein Moped explodiert? Dass du deswegen hochgeflogen bist? Das könnte auch sein. Aber gut, aber... Ja gut. Ist es da nicht... Müsste es da nicht komplett kaputt gehen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gut, in dem Spiel ist alles möglich, ne? Genau. Naja. Gut. Ja, spritsparend fahren, Leute. Spritsparend. Ne? An die Umwelt denken. Ich hab's immer gesagt. Klar, hat er immer gesagt. Hier bitte jetzt nicht den Clip einfügen, wo ich gesagt habe, scheiß auf die Umwelt ist Apokalypse. Ah, guck mal, jetzt werde ich schnell. Hier geht's bergab. Ich glaube, das ist sogar bis dato noch nicht mal geklippt. Da hast du noch Glück. Ich weiß ganz genau, was ich spätestens, sobald der Stream vorbei ist, machen werde. Ich habe noch zwei Sachen im Kopf, die ich noch klippen muss. Ich schaffe es. Gott, ich hol den alten Herr ja gleich ein. Merke ich ja dann. Du bist ja wahrscheinlich nur so 2 Meter vor mir. Also wenn es bei der bergauf geht, ja. Halt, stopp. Ich wollte noch eine Quest annehmen. Ich komme gleich nochmal wieder. Ja, lass die Zeit. Also ich sag mal so, ich weiß halt, dass es noch so viele Hügel gibt. Du bist zwar jetzt gleich oben bei dem einen, aber es gibt noch so viele Hügel zwischen hier und zu Hause. Da bin ich ganz beruhigt. Solange die alle nur bergab gehen, ist gut. Gewinnst du dann tatsächlich Geschwindigkeit oder bist du immer noch so langsam? Nee, da werde ich schneller. Okay. Aber bergauf ist halt schlecht. Ich muss es irgendwie. Du kannst das bei dem Moped auch umstellen, mit denen, dass du mit der Maus lenkst. Ja klar, ich glaube bei allen Fahrzeugen. Irgendwo ist das logisch, ne? Alles klar, cool. Dann level ich jetzt kochen weiter. Du wolltest ja nicht, ne? Ne, passt schon. So. Kümmere dich um die Zombies. Ja, das machen wir auf. Gleich, jetzt, mal gucken. Kann sich nur noch Stunden handeln. Stimmt, hier war noch irgendwo ein Drop auch vorhin runtergekommen. Den dürftest du wahrscheinlich auf deinem Radar sehen können, wenn du mal nach rechts guckst. Nee. Nicht? Ich sehe nichts. Oder hat Jamila den schon eingesammelt? Ich bin ziemlich zeitnah gestorben, glaube ich, da, ne? Wahrscheinlich ist er deswegen nicht mehr da bei mir. Ich hab den. Okay, deswegen ist er nicht mehr da. Du müsstest den auch, glaube ich, sehen, wenn du stirbst. Also es würde mich wundern, wenn dem nicht so wäre. Ist ja nicht satisfactory. Oh, Wunderpunkt. Dann sehe ich ja auch nur dich nicht. Alles andere sehe ich ja.
Aber ich fahre einen heißen Reifen, ne? Ich habe mich übrigens spontan umentschieden, ich verfolge dich doch nicht, ich mache erst die Quest, die ich gerade angenommen habe. Ja, mach die, du holst mich trotzdem ein. Wobei, jetzt geht's bergab, jetzt geht's ab hier. Hui! Ja, aber für jedes Bergab, was du da hast, geht's mindestens genauso viel bergauf. Nein. Wir wohnen sehr weit unten. Ich kenne den Weg mittlerweile in- und auswendig zum Händler. Ich bin fast zu Hause. Sind nur noch, ja. Keine Ahnung, 187 Meilen. Ich schaffe es. Jamila, hast du ein Reparaturkit? Ja, in der Kiste haben wir aber Reparaturkits. Wärst du so nett und würdest mir eins vorbeibringen? Hast du gerade Zeit? Oder bist du nicht zu Hause? Du bist schwer beschäftigt, Jamila. Du hast gerade keine Zeit dafür. Nein, Jamila ist nett zu mir. Scheiße. Ja gut, hat sich erledigt. Ja, man hätte ja auch mal auf den Pfeil gucken können, ne? Ja gut, naja. Ja, nun, das werden spannende Folgen für YouTube auf jeden Fall. Da war zum Beispiel ein Zombie. Hilfe. Ich habe nur einen Schatten gesehen und auf einmal hat mich ein Geier angegriffen. Das ist heute gar nicht so lustig. Du bist gar nicht so schreckhaft wie sonst. Ich glaube, du gewöhnst dich langsam dran. Nö. Ich hatte einfach meinen Moment hatte ich ja heute schon. Was mit meinem Motorrad ist? Ich glaube, es ist kaputt. Es ist explodiert und ich bin sehr hoch geflogen. Hab mal Erfolg gekriegt, war tot und jetzt habe ich ein kaputtes Motorrad. Und kann in Rekordzeit Berge hochfahren. Aber bitte beeil dich nicht, Paddy, ja? Das ist... Hallo Jamila. Wie frustrierend. Sie fährt einfach an mir vorbei. Hilfe! Ich komme den Berg hoch. Jamila aus der Bahn, ich kann nicht bremsen. Alles ist möglich. Nein! Das ist wirklich lustig, einfach mit anzusehen, das über das Spiel. Jamila schiebt. Bringt's was? Ich werde es schaffen. Das Lustigste wäre, wenn ich jetzt trotzdem wirklich immer noch zu Hause eher ankommen würde, obwohl ich gleich noch erst eine Quest abgeben gehe. Ja, ebene Strecke, ich bin schneller. Aber auch nicht wirklich, oder? Also auf jeden Fall schneller als bergauf. Oh, es ist traurig, wenn ich sehe, wie schnell Jamila fahren kann und ich. Und jetzt geht wieder das Suchen nach dem Zombie los, oder was? Aber auf jeden Fall lerne ich daraus. Ich werde mir ein Reparaturkit in mein Motorrad packen. Dass ich immer eins dabei habe. Das ist vielleicht ratsam, ja. Ich glaube, das sollten wir einfach alle mal machen. Weil, wie wir gerade sehen, ist das echt ätzend, wenn das Ding kaputt geht. Ja, dann einfach ins Moped-Inventar legen. Ja, meine ich ja. Da reinlegen. Achso, ja. Da sollte ich allgemein mal so ein paar Sachen reinlegen, wie auch den Gips und sowas, den ich ja die ganze Zeit vergesse. Wieso setzt jetzt Musik ein? Wir haben 17:33. Ich guck mal hinter dich. Ich sehe da nix. Na gut. So, der Händler ist 700 Meter von mir entfernt. Ja, von mir fast 800. Ich bin weit gekommen. Ja, das stimmt. Mal gucken. Ich mache mich jetzt halt wirklich erst auf den Weg zum Händler und gucke, ob ich dich wieder einhole. Es ist im Bereich des Möglichen. Ich will es nicht ausschließen.
Mein Licht geht auch nicht mehr. Na toll. Ah, meinst aber. Danke für die Erinnerung. Ja, ein bisschen habe ich noch, bis ich zu Hause bin. Ich werde nass, es regnet. Naja. Das stimmt, das ist bei mir auch so irgendwie. La, la, nicht so la, wie in la, Satisfactory. Werden wir zwar beide nicht nass, aber. Aber ich bei kann mir auf. Ist es primär der Grund, dass es einfach nicht regnet. Ich kann auf dem Hinterrad fahren. Hui. Hui. Ich sehe schon, wie du einfach gleich dabei stirbst, weil du irgendwie Tricks machst. Explodier einfach. Puff, weg. Vielleicht war auch das, du hast den Wheelie zu stark gezogen. Siehst du, Gott gibt mir die Bestätigung. Vielleicht bin ich auch auf eine Landmine gefahren, ich weiß es nicht. Aber vor dem Händler liegt doch keine Landmine mehr. Weiß ich nicht. Also Helden Jamila hat da was hingelegt. Also ich hatte... Ich glaube, ich müsste, im Video sehe ich es ja dann, aber ich glaube, ich hatte noch so um die 60% oder über 60% Haltbarkeit an meinem Ding. Ich sehe eine schwarze Staubwolke auf mich zuschießen, das ist Jamila. Ich muss mal sagen, das bin nicht ich. Bin nämlich gerade beim Händler angekommen. Boah ja, bergab kriegst du sogar wirklich Speed. Oh. Dankeschön. Wie viele Reparaturkits hast du benutzt? Eins. Ich habe 50% Haltbarkeit, okay. Also man braucht zwei Stück, um... Gut, aber eins im Inventar reicht ja einfach, um nach Hause zu kommen. Muss mal gucken, Reparaturkits herstellen, was das kostet. Ein Eisen und was war's? Klebeband, glaube ich. Bin ich falsch gefahren? Ja. Weiß ich nicht. Ich bin verwirrt. Ich muss Licht anmachen und hupen. Feuer. Ich sag, wie es ist, das ist der insgeheime Grund, warum das Moped besser ist als das Fahrrad. Was? Hör dich nicht. Ja, wenn du es ganz schnell drückst, dann schaffst du es, das sogar so übereinander zu stacken, diesen Hubsaut, dass der immer lauter wird. Ich sag, wie es ist, ich glaube, ich hätte dich halt wirklich eingeholt, ne? Mit Sicherheit. Also, ich war so langsam. Vor allem der Berg hoch zu unserem Zuhause ist ja halt echt nochmal lang. Und hoch. So, wo haben wir Reparaturkits? Kannst du tatsächlich, glaube ich, so craften. Dafür brauchst du, glaube ich, nicht mal die Werkbank. Aber unter was? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Blub, blub. Aber unter was? Einfach, du kannst ja oben in der Suchleiste einfach Reparaturkit eingeben. Zum Recht das immer, wenn ich was suche. Langweilig. Prost, Paddy! Ich hab gar nichts zu trinken hier. Doch, da, ich hab, doch, ich habe ein Wasser. Ja, danke fürs Erinnern. End. Diesmal ist es sogar wirklich ein Wasser. Zum Wohnen. Ja, ich kann mich ja selbst von der Energy-Schuld ja nicht ganz freisprechen, ne? Ja, aber du trinkst das Eklige. Was für das Eklige? Ich trinke das, was wenigstens keinen Zucker hat. Das ist das Eklige. Das schmeckt nach Zitrone. Das schmeckt nach Kotze vielleicht. Nein, hallo? Das Normale schmeckt nach
ganz weird. Also irgendwie eine Mischung aus Ananas und Kotze. Das ist, glaube ich, so das beschreibst. Am besten ist der Eistee. Das normale. Der Eistee ist am besten. Ich weiß nicht, ob ich den Eistee mal irgendwann probiert habe sogar. Oder schon mal irgendwann gesehen habe. Wir haben keinen Kleber mehr, ne? Ja, das ist, Doch, irgendwo habe ich vorhin in irgendeiner Kiste habe ich Kleber gesehen. Da bin ich mir noch relativ sicher. Den hatte ich dann, glaube ich, selbst nicht gebraucht, aber irgendwo hatte ich Kleber gesehen. Ja, ich habe einen im Inventar, das ist nicht viel. Also entweder ich bin blind oder der ist wieder irgendwo gelandet, wo er... Ach, hier ist ja auch noch Zeug drin, ne? Okay, ja gut. Da ist er. Okay... Na, ah, siehst du? Ach ja, das ist überall. Nur nicht da, wo wir denken, dass es ist. So, dann wollen wir mal herstellen. Klebeband fertigen. Geschmiedetes Eisen brauche ich, glaube ich, noch ein paar. Oh, das war ein bisschen sehr viel. Ja. Wer kommt da? Warum geht das Tor immer noch nicht auf, einfach so auf? Weil wir keinen Pförtner haben. Ich glaube, ich kann jetzt sogar mittlerweile irgendwelche elektrischen Sachen und so herstellen. Muss ich mal gucken, da habe ich vorhin, meine ich, irgendwas gesehen. Map, map. Ja, das ist klasse, das Moped. Ja, ich hatte doch, genau, einen Motor hatte ich irgendwo gefunden. Zerlegen. Die Batterie, aber wo steht die denn sonst drin? Zerlegen. Haben wir denn all unsere Batterien gelagert? Also oder hast du welche für Dingens gebraucht? Für die Motorräder bräuchte ich allein, also für jedes eins halt, ne? So, ja gut, dann sind die einfach wahrscheinlich... Da habe ich dann auch die guten genommen auf jeden Fall. Leer. Nicht die schäbigen. Und was macht das? Also ist weiß ich nicht. Aber gut ist immer gut. Sehr gut. Tennis sind nicht ganz unrecht mit. Nee, das sind... ist das? Das ist Glück im Verfahren, das brauche ich nicht. Was ich bin. Ja, ja. Hast du es nicht gesehen? Warst du abwesend? Aha. Gar nicht so ein. Ja, nicht so ein echter Fan, wie immer behauptet wird, ne? Mhm. Ja, ja, ist klar. Es war ein sehr spektakulärer Tod auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, in der halben Stunde bin ich auf einmal aus unerklärlichen Gründen in die Luft geflogen. Sehr weit hoch. Auf den Boden geklatscht, war dann sehr tot. Und danach war mein Motorrad kaputt. Und dann bin ich in Rekordzeit damit nach Hause gefahren. Mit minus 5 km/h gefühlt. Paddy, wie viel Hefte hast du bei der Shotgun schon? Shotgun. Gun. Wo haben wir sie? 7. Sportflinten. Ja, dann nimm mal das Heft, was da in der Kiste ist. 7 von 100. Ja, genau, dann nimm mal das Heft, was da in der Kiste ist. Das ist dann, glaube ich, für dich reserviert. Speer. Und ich habe noch auch ein paar Schuss für deine Pistole in der hier in die Kiste gelegt. Das habe ich auch genommen, das wollte ich als nächstes machen, das wollte ich machen, das wollte ich machen. Ich nehme die einfach alle. Ha. Ja, da war generell relativ viel für dich drin, das stimmt.
Ne, ich habe sogar noch ein bisschen Shotgun-Munition, habe ich auch noch hier in die eine Kiste gelegt. Kann ich es mir auf YouTube nochmal anschauen? Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja sogar einmal ins VOD, beziehungsweise du kannst ja auch den Clip so schon angucken. Du kannst das VOD ja sogar parallel gucken, während du hier den Stream guckst. Was die Balken heißen, die Balken, Moment. Das ist hier einmal also das hier. Das ist der. Ach ja, stimmt, du kannst ja. Sterbe-Malus-Dings hier. Genau. Und ja, das andere halt ist beschädigte Rüstung. Genau. Nee, ich glaube, sie meint die Leisten um die Hotbar rum, oder? Achso, das hier? Ja, das der obere, der rote Balken, das ist an sich die XP. XP-Leiste, aber die ist jetzt gerade bei Paddy rot, ja. Weil der diesen Sterbemalus hat. Ja. Das da unten, das grüne, genau. Ist Essen und das blaue hier unten, das ist Trinken. Ja. Ganz kompliziert, wie in, ich glaube, jedem anderen Survival-Spiel auch. Ja, die Dinger kann ich hier reinschmeißen. Was ist denn da? Verrottetes Fleisch für Jamila. Aufbewahren? So, das packe ich mir da rein. Sicher. Jamila, wo steht dein Motorrad? Ist das das hier? Das Weiße? Das Lila? Ach, da hinten. Nee, das vorm Tor ist meins. Ich kann da nichts reinschmeißen. Da. Pack's dir lieber rein, falls es mal kaputt geht. Macht keinen Spaß sonst. Würdest du nicht empfehlen? Nee. Du solltest ja auch noch ein Reparaturkit einpacken. Hast du eins? Ja. Jetzt ja. Generell Reparaturkits, glaube ich, kann auch einfach so mitnehmen, weil das brauchen wir auch für unsere Werkzeuge und Waffen teilweise. Ja, das mache ich immer hier, wenn ich hier zu Hause bin. Dann nutze ich die immer. Aber unterwegs habe ich die eigentlich nie dabei, außer ich habe gerade welche gefunden. Aber ich benutze gerade mal welche. Ja gut, ich spiele sowas in der Regel nicht, weil ich das Essen immer vergesse und sterbe. Ja gut, das ist halt... schlecht. Unpraktisch in Survival-Spielen, will ich mal behaupten. Mein geschmiedetes Eisen brauche ich, das da. Und dann brauche ich mein Klebeband. Wo haben wir's? Wo hat es hingeschmissen? Wie viel Munition hat denn gerade jeder? Von was? Kleinen Moment, sag ich dir gleich. Ich habe 27 Shotgun und 78 9mm. Okay. Okay, ich habe nochmal 5 Shotgun und nochmal 7 9mm. Ja, die hatte ich dir da reingegeben, das stimmt. Meinst du, kann ich mir gar nicht denken, dass das doof wäre? Weiß ja nicht, wie genau du darüber nachdenkst. Das ist Nein, alles gut. Oh, ich kann schon ein wenig mehr Essen herstellen. Das ist schon mal nicht schlecht. Was hat der Ofen dir getan, Jamila? Stirb, Ofen!
kommst erstmal an und haust den erstmal. Bam. Ah, ich kann. Ah, ich kann Kleber auch selber herstellen. Aber allerdings aus Wasser und Knochen. Aber dann können wir Kleber herstellen. Einmal Lagerfeuer und dann nachher auch an der Chemiestation mit zwei verschiedenen. Aber dann könnte man Kleber herstellen und aus dem Kleber wiederum und Stoff kann ich Klebeband herstellen, was wir ja sehr oft brauchen. Ja, das ist richtig. Das ist gut. Ja, Jamila, wie viel Munition hast du? So von 7.62er und ich weiß nicht, was du sonst noch hast. 30, okay. Dann mache ich ein bisschen 7.62er Munition für Jamila, weil die hat gerade am wenigsten. Beziehungsweise ich kann das auch ein bisschen aufteilen. Und dann mache ich noch. Alter, ist deine 9mm Munition günstig? Ja, kriegt man viel. Ja. Das ist gut, da kannst du herstellen. Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Das ist. Aber das heißt dann, du darfst dich nächste Zeit nicht beschweren. Nein, ich beschwere mich nie. Mhm. Ich bin Deutscher, ich beschwere mich nicht. Finde ich ja gut, dass wir das geklärt haben. So, wie viel habe ich denn jetzt noch von dem und dem? Also okay, da kann ich auch wieder ein bisschen was bauen. Hat da jemand Langeweile? Nein. So, ich würde jetzt dann aber bald aufhören. Ich muss ins Bettchen. Ah, das bildest du dir nur ein. Sag das meinem Wecker, der um 4 Uhr morgens klingelt. Mann, diese Stühle hier, ne? Das ist der Wartebereich. Hallo. Ja, ich stell das doch auch immer hin. Ich schaff's nur trotzdem, die immer wieder einzusammeln. Armes altes Pity. Ja, ich muss sehr früh raus und ich muss gucken, ob ich Blitzeis habe. Das heißt, ich muss wirklich um 4 Uhr aus der Tür raus und gucken, ob alles gefroren ist, weil sonst muss ich früher los. Sonst komme ich wieder zu spät zur Arbeit. Ist das um 4 Uhr noch Blitzeis? Wie? Ja, ob das um 4 Uhr noch Blitzeis ist oder nicht einfach schon festgefroren von vorgestern. Also es ist jetzt alles getaut. Im Laufe des Tages, als die Sonne rauskam. Aber heute Nacht war halt alles komplett gefroren. Ich konnte halt, ja, ich muss 7 Kilometer zur Arbeit laufen. Das war nicht geil. Und das im Schneckentempo. Das war wirklich nicht lustig. Ich habe über 1,5 Stunden gebraucht. Boah, Alter. Ja, wenn es sonst nichts ist, ne? Ich verstehe das Blitzeis einfach nicht. Ja. Das heißt doch Blitzeis. Das ist doch in kurzer Zeit einfach viel, viel Eis. So, das ist Blitzeis. Ja, oder nicht? 7 Kilometer waren es, ja, Tatsache. Und da ich aktuell kein Auto besitze, weil ich vorher einen Geschäftswagen hatte, den ich jetzt nicht mehr habe, genau, muss ich mir erst ein Auto zulegen. Das heißt, ich fahre aktuell mit einem E-Scooter, der bei Blitzeis eher nicht so gut zu gebrauchen ist. Hm? Ist eher so unpraktisch. Warum denn nicht? So. In den Ort blöderweise nicht. Ich müsste erst in einen anderen Ort fahren, damit ich da umsteigen kann auf den nächsten Bus und dann könnte ich da dann hin. Also, total blöd, da bin ich zu Fuß bald schneller. Naja, ich muss mir halt ein Auto holen. War eh geplant. Ich dachte, da kommt jetzt.
Geheime Projekte werden hier gemacht. Ah, ja, okay. Das sind geheime Projekte? Ja, ja, alles gut. Hast nichts verpasst. Weitermachen. Was meint er? Gar nichts. Was kenne ich als Berliner nicht? Ja, gut, stimmt. Das ist wahrscheinlich so, dass die Straßenbahn und Bus und sowas eigentlich immer fährt. Danke, danke. Das müssen wir noch anmalen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, Jamila, dass. Kann ich da durchlaufen? Oder hast du einen Ball? Oder zu Kugel? Ah, nein. Ganz da. Sehr gut. Los, Jamila. Kegel mich um. Ups. Da bin ich aber wieder ausgerutscht mit der Maus, du. Auto, stehst im Stau, laufen, geht aber dauert, fährt die U-Bahn nicht, gibt's eine S-Bahn, fährt die auch nicht, gibt's irgendwo einen Bus. Ja, genau, das ist halt, das ist Stadt, das stimmt. Hallo? Das ist eine Frechheit. Das ist dein Parkplatz. Nö, da weigere ich mich. Das ist meine Munition. Dann stirbst du halt. Für wen? Ich bin gespannt, wie es mir nach dem Umzug geht. Ja, je nachdem, wo du hinziehst, ne? Dich, wenn du weiter frech bist. Hallo? Was für frech? Wer hat denn da draußen für mich einen Behindertenparkplatz hingestellt? Wer war das denn? Das weiß ich ja nicht, wer da so frech war. Was Kreis Karlsruhe? Sollte eigentlich auch funktionieren. Karlsruhe, dann wäre es ja gar nicht so weit von mir entfernt. Rein theoretisch. Bring dich in Sicherheit. Der Verrückte kommt näher. Aber alles im Gegensatz zu Berlin ist ein Dorf. Ja, da hast du wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Mindestens innerhalb von Deutschland. Gerade gesehen, dass sich die Augen bewegen? What the? Welche Augen? Von unseren Charakteren. Das habe ich gerade bei Jamila gesehen. Ja. Das war komisch. Wir zwinkern auch. Rein praktisch vermutlich auch, weil ich habe ein Auto. Oh, das ist halt... Auto ist halt natürlich immer angenehm, das stimmt. So. So, jetzt muss ich aber echt aufhören hier. Also Jamila ist... Aua! Hallo. Was war das denn? Okay. Was ist hier los? Hast du mich mit deiner Axt gehauen? Nein. Warum habe ich gerade gebrannt? Nee, ich kann dich damit nicht anzünden. Aber gehauen habe ich dich auch nicht. Ich habe nichts gehauen. Mich gebrannt, weil ich oben auf dem Ofen drauf stand? Vielleicht. Ja, Tatsache. Stell dich doch nicht auf den Ofen. Mach das doch nicht. Mein Gott, da schreibt auch keiner eine Produktwarnung dran, ne?
Achtung, sie könnten verbrennen. Oh, what the f... Jo. Die ist aber nicht richtig, die Uhr. Ich glaube, Jamila entdeckt gerade so ein bisschen das Baumenü für sich. Ja. Mit allem drum und dran. Jamila, deine Munition liegt in der Werkbank. Der Rest von Paddys wird gerade noch gecraftet. Das sind 2 Minuten fertig. So, ich muss jetzt aber echt Schluss machen, ja? Oh. Denk mal, dass der das, das Craften speichert, oder? In Gedenken an meine Träume und Hoffnung. Die liegen hier begraben. Meinst du, der speichert das Ganze, was gecraftet wird jetzt gerade? Wenn du gleich rausgehst? Ja, ja, das bleibt in der Werkbank. Da passiert nichts. Gut. Ist ein ordentliches Spiel. Tja. Satisfactory auch. Mhm. Da verlierst du ja auch nicht. Da verlierst du ja auch nicht Sachen, wenn du was craftest. So. Sondern nur, wenn du durch unglückliche Zufälle durch die Map fällst.